Hey und wen Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics, Alex hier. Denkt an einen Trinkhalm. Wie hoch können wir Flüssigkeit, also Wasser, durch so einen Trinkhalm tatsächlich maximal noch tatsächlich trinken? Wie hoch kann diese Wasserzelle tatsächlich ansteigen? Nun, ihr kennt es vielleicht aus Mythbusters oder Galileo, die haben das tatsächlich schon experimentell ausprobiert, diese Frage. Ich wollte ein bisschen Hintergrundinformationen und historische Versuche zeigen, weil man glaubt es gar nicht. Aber sogar Aristoteles hat sich mit einer ähnlichen Frage auseinandergesetzt. Der hat nämlich zum ersten Mal diesen Saugvorgang generell, als Ansteigen einer Wassersäule, erklärt. Oder zumindest philosophisch probiert zu hinterfragen, warum das so ist. Und dieser Antwort hat man mehr als 2000 Jahre vertraut. Wir werden uns jetzt mal diese Antwort genauer anschauen und stellen dann eigentlich sehr schnell fest, dass das ein Wahnsinn ist. Die Erklärung des Saugvorgangs von Aristoteles war unter der Arbeit Horowakui bekannt. Er hat nämlich behauptet, dass das ein prinzipielles Abscheu der Natur gegenüber eines Vakuums existiert. Das heißt, falls ein Vakuum erzeugt, das darf es eigentlich gar nicht geben. Die Natur wehrt sich dagegen und deshalb, wenn man an einem Strohhalm anzieht, an einem Trinkhalm, dann würde ja ein Vakuum entstehen. Dem steuert die Natur entgegen, weil es das abscheut und die Wassersäule steigt an. Nun gut, eine Abscheu der Natur gegenüber einem Vakuum ist eine sehr, sehr gewagte Aussage, aber philosophisch natürlich in Ordnung. Man hat damals auch noch nicht die Mittel gehabt, experimentell tatsächlich zu überprüfen. Nun musste man sich das glauben und stellen wir uns vor, 2000 Jahre lang sind wir dabei geblieben. In der Neuzeit, wie der Bergbau aufgekommen ist und Pumpen entwickelt wurden, hat man dann langsam aber sicher gemerkt, dass das nicht stimmen kann. Das Problem war nämlich, dass der Wasserspiegel bei Pumpen, wo wir wirklich tatsächlich Flüssigkeit nach oben steigen, nur bis zu einer gewissen Obergrenze angestiegen ist und dann nicht mehr weiter. Nun, damals hat man das gesagt, na gut, die Pumpen sind nicht ganz in Ordnung und so weiter und so fort. Man hat sich noch herumgeredet, war aber schon sehr skeptisch gegenüber diesem Horowakui, was ja schon von Anfang an recht absurd klingt. Galilei stellte tatsächlich zum ersten Mal experimentell fest, dass die Wasserhöhe maximal 10 Meter erreichbar sein kann, wollte sich aber vielleicht nicht unbedingt wieder mal mit seinen philosophischen Kollegen etc. anfeinden und hat das so stehen gelassen, hat nicht weiter darauf spekuliert. Erst sein Schüler Torricelli, auch ein sehr bekannter Physiker, hat sich dann tatsächlich 1643 experimentell gezeigt, dass das nicht sein kann. Was hat er gezeigt? Dass eine Wassersäule nicht durch das drohende Vakuum hinaufgezogen wird oder das Vakuum, was man als eine Pumpe erzeugt, sondern tatsächlich das Vakuum vom Gewicht der Umgebungsluft, also vom Umgebungsdruck, hinaufgepresst wird durch das Rohr selbst. Aber das war eine sehr revolutionäre Ansicht. Wir sind jetzt 1643. Viele Physiker haben dieser Ansicht keinen Glauben geschenkt. Darunter auch René Descartes, ein sehr, sehr bekannter Physiker, der damals sogar, so sagt man, behauptet hat, das einzige Vakuum, was tatsächlich existiert, wäre tatsächlich im Kopf vom Torricelli. Eine sehr nette Anekdote dazu. Wie gesagt, die revolutionäre Ansicht hatte auch viele Gegner und Feinde. Erst Pascal, der auf der Seite von Torricelli war, konnte es nun klipp und klar mit einem Experiment unter der Arbeit Vide des Levide, also Lehre in der Lehre, bezeugen und belegen, unstrittig belegen, dass tatsächlich der Umgebungsdruck für das Ansteigen der Wassersäule verantwortlich ist und nicht ein herannahendes Vakuum in der Röhre. Schauen wir uns mal den Versuch genau an. In 4 Situationsskizzen. Wir haben einen Quecksilberbarometer, den wir tatsächlich in eine Säule auch mit Quecksilber gefüllt geben. Dies mit einer Membran abgedeckt und diese ganze Vorrichtung tauchen wir in ein Quecksilberbecken. Solange wir das eintauchen, sehen wir, passiert hier gar nichts. Wichtig ist dieser Stand des Barometers, die Höhe. Wir werden dann sehen, was passiert, wenn wir die Membran im Schritt 3 öffnen, zerstören, diese nicht mehr vorhanden ist. Was passiert, falls wir die zerstören? Dann sinkt der Flüssigkeitsstand ab. Und durch dieses Absinken, dadurch, dass oben und unten nichts sein kann, muss natürlich ein gewisser Unterdruck entstehen. Der entsteht hier drinnen, dieser Unterdruck. Ist noch recht logisch. Was passiert jetzt? Solange durch diesen Unterdruck sinkt dieser Stand. Also durch das Sinken erzeugt man einen Unterdruck. Und jetzt bläst man mit einem U-förmigen Rohr in diese Vorrichtung, wo ja der Stand gesunken ist, wieder Luft hinein. Man gleicht diesen Unterdruck in diesem Behältnis aus und voilà, der Barometerpegel
steigt wieder an. Das ist ein direkter Beweis dafür, dass der Umgebungsdruck für die Füllhöhe eines Rohrs verantwortlich ist und nicht das Vakuum tatsächlich. Also mit diesem Versuch konnte man tatsächlich nur diesen ganzen Diskurs über die ganzen Jahrhunderte abschließen und sagen, ja, es ist tatsächlich der Umgebungsdruck dafür verantwortlich. Schauen wir uns jetzt die oben eingestellte Frage nochmal an. Wie hoch können wir das Wasser jetzt saugen? Wir nehmen an, wir haben hier ein Becken, saugen Wasser in ein Rohr. Der Luftdruck wirkt auf die Wasseroberfläche. Wir haben hier einen gewissen Druck PS, das ist der Saugdruck später. Und wir haben hier einen gewissen Wasserdruck. Nun, das sind die Drücke. Und wir schauen uns an, wir wissen, der Luftdruck hier ist 10,13 Newton pro Quadratzentimeter und der Wasserdruck ist 0,0098 mal der Höhe des Wasserstands Newton pro Quadratzentimeter. Schauen wir uns mal das Druckverhältnis an. Wasserdruck plus Saugdruck ergibt Luftdruck. Das wäre der stationäre Fall. Jetzt setzen wir die ganzen gegebenen Größen ein, das heißt das 10,13 von hier und das H mal 0,0098 hier und formen um auf die Höhe. Das haben wir schnell gemacht und sehen, dass die Höhe in Zentimeter gemessen nicht anders als 10,13 minus der Saugdruck dividiert durch 0,0098 ist. Das heißt, falls dieser Saugdruck kleiner wird, wächst die Höhe der Säule an. Stimmt somit? Wenn dieser Saugdruck perfekt ist und wir nehmen mal an, dass dieser Saugdruck perfekt ist und 0, dann könnten wir tatsächlich eine Höhe von 1034 cm erreichen. 10,34 Meter können wir maximalst laut Theorie Wasser durch einen Trinkhalm nach oben saugen. Auch die Experimente von Mythbusters, Galileo vom 10-Meter-Brett haben das bestätigt. Vielleicht kennt ihr es, man kann sich das auf YouTube sehr gut anschauen. Das ist natürlich ein idealisierter Fall. Wir müssen bedenken, das hängt durch mehrere Faktoren zusammen. Wir haben Wasser verwendet. Die Dichte der Flüssigkeit ist sehr entscheidend. Wenn wir jetzt zum Beispiel Wein nehmen, der besteht ja auch aus Alkoholanteilen und Alkohol ist leichter, na dann kommen wir auf 20 cm mehr im Idealfall, zum Beispiel. Ja? Und wichtig ist, das können wir nie erreichen. 10,34 cm, das schaffen wir nicht, weil ab 0,02 vom Druck her verdunstet ein Wasser. Und dementsprechend würde sich in der Röhre dann Dampf sammeln, dieser Dampf würde von einer Pumpe abgesaugt werden. Spätestens dann bleibt der Pegel stehen. Wir können also sagen, um Daumen mal Pi, können wir mit einem Trinkhalm maximal 10 Meter Steighöhe erreichen, wenn überhaupt. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt, zusätzlich zu den schon bekannten Experimenten von den Sendungen. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder bei einem neuen spannenden Thema aus dem Bereich Physik. Bis dahin, stay compact.